Ja, ich werde ja immer wieder gefragt, was man denn eigentlich in dieser Landschaft alles essen könne. Und man kann zum Beispiel Feigen ernten, die würden dann jetzt in 6 bis 8 Wochen reif sein. Von solchen jungen Bäumen gibt es auch manchmal schon ein paar. Aber da fragt natürlich dann der Mitteleuropäer, und wir haben ja schon manche Exkursionen auch zusammen gemacht. Einige von euch, die dieses hier hören, waren vielleicht in Schweinfurt dabei oder in Hessen oder bei Osnabrück, wo wir eben so unsere Exkursionen machen. Ja, was kann man denn hier essen, um Gottes Willen? Naja, Malven können wir immer essen. So eine kleine, entweder Malva moschata oder so in dieser Richtung. Die kann man essen. Und dann haben wir hier ein Flohkraut. Ja, dieses Flohkraut mit seinem ganz flachen Teller, Blütenteller. Das hat so ein bisschen die Eigenschaft, mich an alten Gulasch zu erinnern, von früher. Ja, muss man sowas essen? Also man kann zum Beispiel auch den gesamten Blütenstand dieser Kratzdisteln hier essen. Das gilt auch für die ganz gemeine Kratzdistel in Deutschland. Und dann haben wir hier dieses Zittergras Priza, das mit seinen kleinen Früchten da steht. Das kann man auch ganz gut essen. Aber das sind natürlich alles keine Massebildner. Ja? Das ist eine mediterrane Pflanze. Und auch wieder eine Komposite, die mir zu bitter ist. Und auch das schopfige 1000-Güldenkraut. Das ist mir zu bitter, aber wer es möchte, der macht daraus durchaus einen unglaublich schönen, starken Tee, der für die Bauchspeicheldrüse gesund sein soll. So schmeckt er jedenfalls. Und dann haben wir hier die weiße Süßlupine, die hier jetzt gerade in den Fruchtstand geht. Die hat sich hier ganz gut etabliert. Da kommen jedes Jahr einige hundert Pflanzen selbst wieder zur Nährstoffanreicherung durch Leguminose, habe ich die mal hier eingebracht und habe mir auch immer wieder gedacht, ob man die eigentlich essen kann. Und es gibt ja Süßlupinenprodukte in Deutschland, aber man muss sie derart bearbeiten, dass ich keine Lust habe, solche Süßlupinenprodukte zu essen. Ich halte diesen Weg, den man da im sogenannten Veganismus, was ja so eine Art Ideologie ist, nicht für geeignet. Und mit dieser etwas frechen Äußerung sage ich ja nicht, dass vegan grundsätzlich nicht richtig ist. Es ist aus meiner Sicht auf jeden Fall außerordentlich wertvoll, neben dem Erdfasten einen Teilzeit vegan einzulegen und natürlich immer auf Bioqualitäten zu achten. Was hier noch im Bild ist, ist eine Zistrose. Und zwar ist das eine verblühte Montpellier-Zistrose, die könnte auch zu Tee verarbeitet werden. Das ist durchaus denkbar. Und im Hintergrund haben wir dann eine ganz wichtige Schmetterlingspflanze, die sehr gerne von Edelfaltern, zum Beispiel aus der Gattung Euphytrias, aufgesucht wird hier. Das ist diese an eine Knauzie erinnernde Skabiose. Ja, soweit so gut. Essbar. Masse nur bedingt, aber denken wir mal dran, dass uns diese Landschaft auch Öl zur Verfügung stellt. Olivenöl. Und da werde ich dann manchmal gefragt, wieso braucht denn der Mensch überhaupt Fett? Fett ist für die Menschen das Wichtigste, was wir in unserer Nahrung haben müssen. Gute Fette. Ich werde das an der Stelle nicht vertiefen. Kohlenhydrate dürfen sehr stark zurücktreten. Und Eiweiße sind selbstverständlich essentiell wichtig. Und da müssen wir einfach gucken, wo wir die herkriegen. Und ich würde empfehlen, aus dem Essen niemals eine Ideologie zu machen. Und während ich das sage, kann ich noch auf eine andere Baumart verweisen, die hier sehr gut wächst. Das ist nämlich der Mandelbaum. Das sind Bäumchen, die aus Mandeln in den Boden gelegt gewachsen sind, so wie sie hier auf dem Markt zu kaufen sind. So, ich danke für die Aufmerksamkeit zu diesem Film, der
ebenfalls am 23. Mai 2021 aufgenommen wurde.